Hallo, wir haben mehrere Philips Sonicare Zahnbürsten und bei der ist der Akku kaputt und bei der Taster. Und die habe ich schon mal ausgebaut, das Innenleben. Und ich zeige euch, wie das jetzt geht mit Heißkleber und so einem Stick. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Als erstes klebe ich einen kleinen Haufen hierher und setze den Stick rein. Bloß ein bisschen, damit er unten schön der Heißkleber noch reinklebt. Und jetzt mache ich ringsrum, es rutscht. Mache ich ringsrum noch eine schöne Wulst von dem heißen Kleber. So, jetzt wechsle ich nochmal auf die andere Seite. Das verbindet sich jetzt alles mit dem Stick und mit dem Boden. Und ich halte das jetzt hier noch mal eine Minute und danach packe ich es für 5 Minuten in den Kühlschrank. Und dann geht es weiter. So, ich habe das jetzt rausgeholt aus dem Kühlschrank. Das sieht auch schön milchig aus, sodass es kalt ist. Und ich werde das jetzt mal versuchen aufzumachen. Bei der ersten Zahnbürste, die ich aufgemacht habe, habe ich zweimal machen müssen. Da war erst zu viel Dreck noch am Boden dran, da hat der Kleber nicht gehaftet. Mal sehen, wie der jetzt geht. Also ein kleines bisschen bewegt sich das schon jetzt. So, hier an der Seite sind 2 kleine Nasen, deshalb braucht man unten ein Brett zum draufdrücken. Und wenn man da hinterfährt, dann kommt die raus. Jetzt. So, das ist jetzt die Zahnbürste. Hier ist der Akku kaputt, aber dafür der Knopf noch in Ordnung. Jetzt werde ich die sauber machen, hier oben und hier unten, wo dann wieder der Gummi dichten soll. Und das mache ich jetzt über dem Waschbecken und dann zeige ich, wie ich sie wieder zusammenbaue. So, also die habe ich jetzt sauber gemacht, dass hier unten alles an Schmutz raus ist, dass der Gummi gut hält. Und jetzt müssen wir den Pfropfen noch abmachen. Den kann man an sich einfach so abziehen. Und wenn das ganz hart sein sollte und verklebt, dann reicht normalerweise ein hochprozentiger Alkohol- oder Nagellackentferner. Dann kann man das hier auch alles abziehen. Aber ich denke mal, ich kriege das jetzt so. Da ist mir das zu umständlich, da jetzt erst irgendwo hinzurennen in ein anderes Zimmer und das zu suchen. So, da haben wir es. Und jetzt baue ich alles wieder zusammen.
Okay, gut. Also hier oben habe ich die Kappe sauber gemacht. Dann kann man die wieder zusammenstecken. Die einfach reindrücken. Lüpp. Jetzt ist die auch wieder hier unten dann arretiert. Jetzt können wir die Klemme ausprobieren, ob sie funktioniert. Perfekt. Das läuft alles wieder. Und jetzt brauche ich noch die Kappe, die wir sauber gemacht haben. Und die drücke ich jetzt hier vorsichtig rein. Geht bloß auf eine Art und Weise rein, so sperrt's und so funktioniert das dann. Und jetzt drücke ich die unten rein. Reingedrückt, jetzt funktioniert das alles wieder. Jetzt kommt unten kein Wasser mehr rein. Gut, kann man heute Abend wieder Zähne putzen. Sehr schön.